Wir brauchen Energie. Ich weiß, ich sehe es schon kommen. Da kann ich nichts bauen, Sir. Doch, kannst du, pass auf. So, jetzt das Gerüst. Ich sehe es schon kommen, irgendwann stehen auf dem ganzen Schlachtfeld nur Kraftwerke. So, was macht sie denn? Relativ offensiv ist sie ja nicht gerade, die gute Frau. Da könnte man nochmal ein paar Truppen ausschalten. Die halten die Stellung sehr gut eigentlich. Weiter vorrücken. Verstärkung ist bald unterwegs. Haltet durch. Apropos Verstärkung, wir wollten ja hier unten. Genau. Noch mehr von denen basteln, so rum. So, in ungefähr 4 Minuten hätten wir noch knapp 2 Minuten zum Zerstören von dem nächsten Teil. Das steht hier. Das können wir eigentlich mal... Warte mal. Da ist nur die Stadt dazwischen. Da hat man hier eine Bunkeranlage. Team 3 und 4, den nehmt ihr mal unter Beschuss, bitte. Was fliegt denn da eigentlich noch rum? Macht der Panzer und der Ölbotter. Bomben raus. So, Team 4. Ihr hättet ruhig die Bomben abschmeißen können, dann hättet ihr nämlich noch was getroffen. Was macht denn der Soldat da? Ist hier voll am Abdancen, weißt du? Und haben wir jetzt hier noch was? Das ist ein TV-Sender. Ja, nee. Nee, gerade keinen Bock. Ich greife jetzt die Stellungen hier mal an. Mal gucken, was bei rauskommt. Okay, das war sehr gut. Jetzt können wir die Jungs ausschalten. Seid ihr schon wieder einsatzfähig? Ihr seid einsatzfähig. Ihr seid ja ein Traumjungs. Okay. Mal schauen. Ich hoffe, die machen genügend Flächenschaden dafür. Schön wäre es allemal. Dann hätten wir nämlich über 50% der Landfläche gesäubert. Und können uns frei bewegen. Ja! Ja! Goosebumps! Was? So, und jetzt den Brückenkopf sichern. Drohnen werden eingesetzt. Team 1, zurück, 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 sofort zurückziehen. Blöd, dass die Kamera da immer so nah hinzoomt und wir haben einen verloren. Shit. Okay, pass auf, dann machen wir das anders. Wir haben so viel Kohle, also mal ganz im Ernst. Wir haben so viel Kohle. Wir können uns locker 2 Einsatztruppen von diesen Kampfhubschraubern leisten. Wieso habt ihr eigentlich immer nur Platz für 5? Das ist ja schon ein bisschen schwach. Ich werde es jetzt mal nicht komplett vollpacken. Mach das jetzt einfach mal so. Los, die brauchen Verstärkung da oben. Was macht ihr denn da? Gewinnt keinen Krieg, General. Wut und Wut? Panzer, das ist der Schlüssel zum Sieg. Es geht los. Ja, ist okay, Frau. Ich weiß, du hast Komplexe. Ich weiß, du hattest eine schwierige Kindheit. Die Jungs in der Schule haben dich immer gehänselt, weil du so hässlich warst. Kenne ich alles. Haben wir alle schon mal durchgemacht. Ich habe irgendwie das Gefühl, als hätte ich was Wichtiges vergessen, was ich upgraden könnte. Bin mir nicht ganz sicher. Der Ölbohrturm steht da immer noch rum. Okay. Wir können das Ding jederzeit gezielt zerstören. Wir sollten nur schauen, dass wir unsere Einheiten da dann wegbringen, weil hier radioaktive Strahlung und so austritt. Ich werde jetzt mal speichern. Ja, speichern, das haben wir ja noch nicht oft genug getan. Ich glaube irgendwie 5-mal pro Episode jetzt. Jetzt ist die Frage, wie gehen wir gegen diese Tussi vor? Ich kann den Geheimdienst immer noch nicht einsetzen. Hatte ich nicht gesagt, ich will hier weitere Flugfelder hinsetzen? Jetzt habe ich gar keinen Platz mehr dafür. Guck mal. Oh, da liegen noch Kisten. Kann ich hier ein Flugfeld? Nein, kann ich hier ein Flugfeld? Ich kann hier keine Flugfelder mehr hinsetzen. Was? Was? Entschuldigung, ich verkaufe das hier mal. Haben wir hier jetzt eigentlich noch ein Dingensen? Nee, haben wir nicht.
Nein, haben wir nicht. Ihre Cyborgs sind geflohen wie die Schafe, als wir über sie kamen. Hä? Davon weiß ich nichts. Nö, nö, tut mir leid, Doc. Nö, davon weiß ich nichts. So, hier hat er immer noch ein paar Truppen. Da rollte eine Panzer noch. Weißt du was, pass mal auf. Ist der fertig? Der ist noch nicht fertig. Ist der fertig? Der ist auch noch nicht fertig. Ach, verdammt. Mach mal schneller hier. Ich will den Gegner endlich plätten. Ihr Leben hängt an einem seidenen Faden, General. An einem Faden, dessen Ende lichterloh brennt. Also genau genommen ist dieser Faden gefühlt 30 mm dick und besteht aus Stahl. Aus purem Stahl. Einheit verloren. Alter Falter. Feindlicher Blackbot geortet. Was? Ne. Jetzt geht's los. Ja, jetzt kommen sie. Ja, jetzt kommen sie. Jetzt komm ran, Tussi. Laserpanzer ausschalten. Einheit verloren. Alpha abgestürzt. Alpha abgeschossen. Verdammte Kacke, was ist da los? Irgendwer schießt noch, das sind zwei Gatling-Panzer. Okay, ihr seid fertig. Nee, nicht die auswählen, die will ich nicht. Die sollen Team 2 darstellen. Macht mal den Panzer da weg, denn. Partikelkanone aktiviert. Der Preis, den dieser Krieg fordert, ist zu hoch, General. Scheiße. Mach das Ding platt! Das ist ziemlich dämlich, was ich hier gerade tue. Sekunde. Verzeihung. Das ist total dämlich. Ja, wir wissen's. Wissen wir. Ich hätte ganz gern 3, 4, 5 und 6 in Alarmbereitschaft. Und zwar beim Alpha-Stützpunkt. Den hier wollte ich verkaufen und Partikelkanone bereit. Ja, ja, ja. Ihre Cyborgs sind geflohen wie die Schafe, als wir über sie kamen. Nee, eigentlich nicht. Bin unterwegs. Ja, das macht Spaß. Ja, es ist spaßig. So, pass auf, was ich jetzt gleich machen werde. Nein, nicht weiterschießen, nicht weiterschießen. Abbruch. Ihr sollt das Ding nicht komplett zerstören, sondern nur beschädigen. Das ist nämlich der Gag an der Sache. Da müssen wir nur noch kurz einmal drauf zielen und das war's. So, wie schaut's jetzt hier aus? Ihr seid nicht einsatzfähig, okay. Der fängt erst das Bauen an, das ist blöd. Okay, wo hat er seine Kommandozentralen? Die müssen weg. Da sitzt eine. Da sitzen zwei. Der hat zwei Kommandozentralen. Okay, das ist schlecht. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit der da an. Partikelkanone aktiviert. Nehmen wir auch gleich mit die Typen. Ich meine, was soll der jetzt? Oh, die hält aber ganz schön viel aus. Die hält verdammt viel aus. Ich hoffe, die zweite reicht aus. Aber theoretisch ja. Sie haben meine Kommandozentrale, aber dieser Krieg ist noch nicht vorbei, General. So, jetzt fahr mal bitte deine Baufahrzeuge dahin, damit ich sehe. Feindlicher Blackbot geortet. Okay, jetzt kommt der Blackbot und die feindliche Offensive beginnt. Und wir sollten dran denken, dieses Ding zu sprengen in circa 20 Sekunden. Ach, weißt du was? Team 3, feuerfrei. Aurora einsatzbereit. Mach den Bunker weg. Einheit verloren. So, jetzt ist die Frage. Superwaffentimer zurückgesetzt, leider zum letzten Mal. Das heißt, hier bauen wir nochmal ein paar Bomber nach. Und dann haben wir ja hier unsere Helikopter. Ach, weißt du was? Nehmen wir es einfach alle mit. Was soll's? Dann machen wir halt nicht zwei Helikopterteams, sondern nur ein gigantisches. Das ist ja. Der Preis, den dieser Krieg fordert, ist zu hoch, General. Nee, ja, das ist. Wir sind unterwegs. Was ist denn da noch so rot? Ach, der Typ da oben. Alles klar, bitte einmal Chapeau.
speichern und dann zurück zum Game. So.